Gar nicht gerechnet. Ja, kommt rein, ist auch kalt draußen. Ja, kommt und zieht die Schuhe aus. Ja, herzlich willkommen in meiner Bude. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen rum. Alles, was ihr hier seht, hat eine Geschichte. Also kommt mit, ich zeige euch mal das hier. Also, das ist mein Raum. Ja, so viel bietet er nicht. Hater würden sagen, hier wäre unordentlich, aber das ist Müll, der noch rauskommt. Und das ist Zeug, das noch in den Keller kommt, genau. Und wir machen jetzt einfach mal so eine Rundumtour. Also hier haben wir erstmal unsere... Huch, warum ist das so rangezoomt? Was ist denn da passiert? Also hier haben wir, ne, meine Working Station. Hier passiert die Magie. Hier hocke ich jeden Tag und zock wie so ein Irrer. Glaubt mir, das ist ordentlich. Also hier Papierstapel und alles Mögliche. Da läuft gerade noch im Hintergrund Girls Frontline. Hier ein paar Messer, ein Stift, Lippenzeug, da meine überaus coole The Phantom Pain Taschenlampe, die mich sehr viel begleitet hat. Hier haben wir noch so eine 9mm Hülse. Und dahinter haben wir noch eine 556 und eine 44er Magnum Hülse. Ne, es war nicht 44er, das war 357, genau. Direkt hier drüber habe ich meine Gaming-Sammlung für den PC. Ich habe aber schon ewig lange keine Games mehr für den PC geholt. Ich glaube, SimCity war sogar das letzte, was ich mir physisch gekauft habe für den PC. Und ja, diesen Kauf bereut man ein wenig, aber egal. Da oben noch so die Ramune, die Ramune-Flaschen. Ramune! Was haben wir noch so? Ja, natürlich die Soundtan. Die muss sein. Wer soll mir sonst beim Fappen zuschauen? Ja, dann haben wir hier noch eines der Bilder, auf die ich am meisten stolz bin. Das habe ich damals in der Schule gemacht. Das ist Konamiku, wie ich sie nenne. Das ist Konata Izumi von Lucky Star im Miku-Cosplay. Und hier nochmal ein Bett. So, ja, schön nice da in die Ecke. Und, was läuft denn da? Geil. Schüler. Cool. Ja, dann habe ich hier meinen Schulranzen, der im Sommer wieder zum Einsatz kommt. Der ist ein bisschen staubig, wenn man hier mal so guckt. Huiuiui. Der muss noch abgeschraubt werden. Und da habe ich meine G3 mit passendem G3-Anhänger. Das ist nämlich wirklich G3 aus Upote. Und dahinter meine L96. Die G3 kann ich allerdings irgendwie nur noch zu Deko-Zwecken benutzen. Für was anderes ist die gar nicht mehr so wirklich gut, weil ich weiß nicht. Die hat einen Gear-Jam, soweit ich weiß. Nach 25 Mal Schießen oder so ist es sofort gejammt. Der Akku ist auch scheiße. War ein Fehlkauf für 180 Euro, aber mein Gott, man macht immer mal Fehlkäufe. Sie sieht nett aus und ist hübsch und ich kann sie an die Wand hängen. Dann haben wir hier noch meinen alten Helm. Manche fragen sich jetzt, warum hast du den Motocross-Helm geholt und keinen richtigen Helm? Ich habe einen richtigen Helm, der ist nur bei meinem Vater und da, wo eigentlich das Motorrad steht. Den habe ich früher benutzt, um zur Schule zu kommen. Scheiße, wann habe ich den gekauft? Oder wann haben wir den gekauft? Ich glaube, da war ich 13. 13 war ich da, glaube ich, und 12 oder 13 war ich da. Ja, der ist auch schon fast 12 Jahre alt oder so. Ist voll krass, weil ich war ja früher auch noch im Motorsport tätig. Dann hier, auch noch von der Schule aus meiner Schreinerzeit, habe ich das gemacht. Aber einen Schreiner habe ich ja hingeschmissen, das eine Jahr Berufsfachschule, und habe dafür dann das hier gemacht. Dafür habe ich übrigens eine 1,1 bekommen. Warum keine 1,0? Ganz einfach, weil hier fehlt noch eine Linie und das da oben ist ein bisschen unsauber gemacht und allgemein noch so ein bisschen, ne? Dass ich da nicht alles komplett schwarz drumherum gemacht habe, das war meine Entscheidung, weil ich erstens keinen Bock hatte, alles schwarz auszumalen, und zweitens fand ich das auch irgendwie schöner, wenn da noch so ein weißer Rand war, so komplett schwarz, hätte das Bild ein bisschen zu sehr gedrückt. Bei den Linien habe ich übrigens ein bisschen gemogelt, nachdem ich gesehen habe, dass das hier oben
ziemlich ausgefranst ist, habe ich dann, so schlau wie ich bin, habe ich die schwarzen Linien einfach mit dem Edding gemacht. Das ist gar nicht aufgefallen, ja. Das habe ich auch heimlich gemacht, weil eigentlich musste man das alles mit Farbe machen und mit Pinsel. Aber ich habe da ein bisschen gemogelt, ne? Ich bin voll der Plagiator, ey. Ich kann dem Gutenberg die Hand schütteln. So, dann haben wir hier noch einen Gedenkstein an meinen Kater, der damals überfahren wurde, welcher dieser hier ist. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Bild, was wir von ihm gemacht haben, aber ja, huch, es gibt auf jeden Fall noch bessere Bilder von ihm. Und dann, was habe ich hier? Ein Objektiv mit 60-facher Vergrößerung. Warum nicht, ne? Und hier, der ganze Scheiß wird irgendwann nochmal aufgeräumt. So, dann gehen wir mal hier rüber. Da ist nämlich meine geile 1&1-Box. Ich bin froh, dass es mit dem Internet so schnell geklappt hat alles, denn ich war nur 3 Tage ohne Internet, aber Leute, ich sag euch, in den 3 Tagen hatte ich so ziemlich meine produktivste Phase in den letzten, 4 Jahren gefühlt. Ich habe so viel gearbeitet und geschuftet an diesem Wochenende. Junge, ich habe meinen Rücken gespürt. Ziemlich gut, ja. Im Übrigen, sag mal, was ich mal mit meinen Haaren machen soll. Die sind zurzeit wieder richtig beschissen. Und bitte nicht, rasier sie dir ab. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann habe ich da noch so ein bisschen Werkzeug, das vermutlich auch noch irgendwann irgendwo hinkommt, hier im Müll. Das habe ich auch in der Schule gemacht, diese geile Halo-Platte. Da wollte ich eigentlich noch eine AR und eine BR seitlich dran machen, das hat mir auch mein Lehrer verboten. Ich weiß auch nicht warum. Ne, irgendwie mochten die keine Waffen in der Schule. Ich verstehe gar nicht warum, weil Winnenden war da ja auch schon wieder 3 Jahre rum und ich hatte bei meiner anderen Schule nicht zufälligerweise eine Geschichte bezüglich eines vermuteten Amoklaufs und dann ein halbes, dreiviertel Jahr später wieder auf einer anderen Schule. Ich weiß auch nicht immer, warum ich als Amokläufer betitelt werde oder vermutet werde. Das ist das, was ich wohl mit mir rumtrage. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Könnt ihr das verstehen? Also ich weiß es nicht. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier direkt weiter zu meiner Figurensammlung, die ich gestern aufgebaut habe endlich, nachdem diese geile Kommode endlich kam, an dem noch so ein paar Sticker dran sind, die an meine Kindheit erinnern. Nun gut, wir fangen mal hier so von rechts an. Die Kuroneko dort war eine meiner ersten Figuren, die ich hatte. Ich glaube, das war sogar eine meiner ersten Figuren. Direkt mit Horro, die noch hier ist. Und hier noch so ein paar Überraschungsei-Powerpuff-Sachen. Oder war das Überraschungsei oder war das McDonald's? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es war Überraschungsei. Wer hupt denn da draußen schon wieder? Junge, die Autofahrer da draußen, die beefen sich durchgehend. Das ist manchmal echt nervig, du. Weil keine Augen hat, um aufs grüne Licht zu gucken. Und dann haben wir hier noch Maho Nishizumi von Girls und Panzer, also die große Schwester von Miho. Dann haben wir hier noch eine IQ vom GameStop, habe ich mir die gekauft. Und dann, das ist die einzige verpackte Figur, die ich habe, weil sie, ich weiß auch nicht warum, die hat nicht mal so viel gekostet. Oder wie viel hat die gekostet? 40 Euro oder so? Ryoko Matoi von Killer Kill. Keine Ahnung, ich wollte die nie auspacken, weil sie meine Waifu ist. Und ja, hier haben wir Maiko, eine nicht gerade optimal geposte Figur von Rin Kagamine. Hier vorne haben wir die Taito Miku, eine meiner besten Miku-Figuren, die ich habe, finde ich. Und dann haben wir hier noch Lilly, Horror und meine 2 Gundams, die ich hier habe. Und hier in der Front dieses dunkle Ding, das ist der Armored Core Mech Vampire, soweit ich weiß. Alter, bis ich den mal ordentlich aufgebaut habe. Junge, ich bin so nicht drauf klargekommen, weil er hat so viele bewegliche Teile und man weiß nicht, wie man das alles zusammenstecken muss oder wie das alles funktioniert, weil, ja, aber ich finde ihn ziemlich cool, der macht einen guten Eindruck. Und dann haben wir hier meine erste Miku-Figur, die ich gekauft habe. Das war, glaube ich, sogar auf der Animax. Also jede Miku-Figur, die hier steht, kam von der Animax. Ein Großteil von den Figuren hier kam von der Animax. Ich glaube, die Lilly kam von der Animax. Die Maiko kam, glaube ich, von der Animax. Ich glaube, die kleine Luca hier dazwischen, die habe ich auch noch von der Animax. Ich war voll enttäuscht, als ich die ausgepackt habe, weil die Packung war richtig groß. Und dann war die einfach also die Packung war in etwa so groß, ne? Und dann kommt ihr da halt so raus in dieser kleinen Plastikbox und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber hier diese Miku, die zeigt immer den schnellsten Fluchtweg und auch wo der Puff ist.
Denn der ist direkt gegenüber. Da ist der Puff, diese ominösen Fenster, die da sind, die so zugeklebt sind und mit Vorhängen zugehangen. Das ist der Puff hier. Einer der vielen. Please don't dogs. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich habe bald eine Reichweite wie Tanzverbot und Double Peace, Leute, hier ist wieder euer Atemverbot. Heute zeige ich euch meine Wohnung. Bitte doxst mich nicht. Ich meine, ich würde es feiern, wenn ich Pizza bekomme, aber bitte doxst mich nicht. Gut, dann machen wir mal weiter im Schrank. Und zwar dieses Poster, das ihr da seht. Dieses hier. Oh, Master Chief. Oh. Das ist verdammt alt. Das ist von 2004. So alt ist dieses Poster. Das hing damals in meinem Zimmer. Ja, es hat die Ehre, an diesem Schrank weiterzuhängen. Wirklich eins der ältesten Poster, das ich habe, das auch noch richtig gut eigentlich im Schuss ist. Dafür, dass es nur Papier ist, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen dicker als Papier, deswegen hat es besser gehalten als dieser Scheißtrick, den ich von der GamePro, glaube ich, habe. Oder ich weiß gar nicht mehr, war es von der GamePro oder war es von dieser Bravo Screen Fun oder wie die sich genannt haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und hier oben dann noch das Halo 3 Poster. Das, ich glaube, das war in der Halo 3 Standard Edition mit dabei. Ja, genau. Und hier noch meine Miku-Tasche. Mit der war ich auf der Miku-Expo. So. Hier unten, ebenfalls in der Schule gemacht, ist Tomoko Kuroki? Ja. Das war 2013 und zwar ein Vierteljahr, glaube ich, oder ein bisschen länger sogar, bevor der Anime gestartet ist. Na, das war ein Vierteljahr vorher, okay. Es war ein Vierteljahr vorher, da ich das gemacht habe, bevor der Anime gestartet ist, denn ich war damals schon ein großer Fan von dem Manga, den ich 2011 entdeckt habe. Scheiße! Ich lese diesen Band jetzt auch schon seit 8 Jahren, Junge. Alter, wie die Zeit verfliegt, das ist ja unglaublich. Ich habe das als Motiv gewählt, ich fand das cool. Auch hier mit diesen, dass ihr Rucksack und ihre Krawatte rot ist und alles andere in schwarz-weiß. Das habe ich für mich so selbst entschieden. Da haben die Lehrer zwar gefragt, was ist das? Dann habe ich gesagt, ja, das ist Kunst. Ja? Lass mich machen, Alter! Das ist auch fast 1:1 Größe. Der Kopf ist nur ein bisschen größer, als er normal wäre. Dann habe ich hier noch meine eingepackte Xbox 360, die wollte ich aber auch mal bald auspacken. Und dann haben wir hier auch noch meine Creative Box, die früher am PC stand. Aber am PC ist jetzt die fette Logitech Box, die auch einen Bass raushaut ohne Ende. Und ja, das ist ganz nice, du. Gut, wenn wir hier weitergehen an den Schrank. Im Schrank sind übrigens alles nur Klamotten. Also da ist nichts Besonderes mehr drin. So, und jetzt kommen wir zu meiner Spielesammlung. Also wir haben hier einmal einen Stapel voller 360 Games. Ja, Guitar Hero 3 war, glaube ich, so eins der ersten Spiele, welches ich danach gekauft habe. Ich gehe einfach mal von hier oben so ein bisschen durch. Also, ja, meine Xbox 360-Zeit war ziemlich wild. Da ist sehr viel Geld reingeflossen. Ja. Und es ist eigentlich auch ein bisschen so sortiert. Von Spielen, die ich gerne mochte, zu Spielen, die oder Spiele, die ich viel gespielt habe und gerne mochte, und dann halt Spiele, die halt in meinem Ranking eher weiter unten sind. Ganz oben natürlich die Halo-Reihe und auch Grand Theft Auto 4 und 5 und Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Das ist natürlich auch ein bisschen so geordnet, dass es passt, und Mirror's Edge sollte eigentlich höher sein, aber ja, eigentlich sollte Mirror's Edge über Sonic Unleashed sein. Dann habe ich hier so an der Seite noch die PS2-Games, die ich noch so habe. Und ein paar PS3-Games und mein PS4-Game hier. Yakuza Kiwami. Ich wollte das eigentlich mal zocken. Und ich habe das gezockt auf der PS4 von meinem Bruder, aber ich habe jetzt keine PS4 mehr. Das heißt, das Spiel ist so ein bisschen unnütz. Ja. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Bücher, die ich auch schon gezeigt habe in einem Unboxing. Und dann noch ein paar Hefte und Schulmaterialien und Umschläge und der ganze Scheiß. Dann sieht es hier ein bisschen chaotisch aus. Ist aber eigentlich recht übersichtlich. Da hinten habe ich Stifte, Nähzeug und ein paar alte Münzen. Ja, hier noch so ein paar andere Sachen, Werkzeuge, was man halt so braucht. Meine Gasmaske, ich habe noch keinen Platz für die gefunden. Da muss ich mal gucken. Gut, dann werden wir jetzt nach hier oben wandern. Dann sieht man hier meine Manga-Sammlung. Das hier ist die erste Reihe. Dahinter ist nochmal eine. Und eigentlich gehört hier noch ein Brett dazwischen.
Das wollte ich hier im örtlichen Baumarkt noch zusägen lassen. Das kostet mich vielleicht gerade mal 3 Euro oder so. Und dann habe ich hier so ein schönes Fichtenholzbrett, das dann hier dazwischen nochmal ist. Und dann steht hier nicht alles so doof aufeinander. Es sieht zwar ganz nice aus, finde ich, auch schon so. Aber ja, Triage X3 habe ich mir letztens noch geholt. Ist eigentlich der totale Trash-Manga, aber ich finde ihn ganz lustig. Ja, und die ganzen Manga, die gefehlt haben, die sind alle hier oben. Plus hier noch ein paar. Das waren Secret Girl, Loveless 8, Secret Service 1, eine Gratis-Leseprobe. Dann habe ich hier noch die 3 Daisuke-Hefte oder Magazine. Leider wurde Daisuke oder Daisuke eingestellt. Und dann habe ich hier noch, ganz wichtig, meine Maizama-Bände. Maizama 1 ist wirklich eins meiner Lieblingsbände, aber nicht wegen der Hauptstory, sondern auch wegen einer zusätzlichen Story. Die hat mir damals auch so ein bisschen geholfen in schwierigen Zeiten tatsächlich. Hier noch mein Rinfumo. Und dann habe ich hinten noch so ein paar Love Trouble oder To Love You Bände. Und dann habe ich hier hinten meine komplette Reihe von High School of the Dead, welcher ja meine erste Manga-Reihe war, die ich jemals besaß. Also High School of the Dead war mein erster Manga, den ich mir jemals gekauft habe. Das war auch so ein bisschen Überwindung damals. Aber ja, da hinten ist noch der Leuchtstick von der Miku Expo. Und hier vorne habe ich auch nochmal die paar Sachen von der Miku Expo. Hier einmal die Karte von Kana und dann hier diese komische Figuya.com-Karte, die jemand da auch gratis bekommen hat. Wenn man hier mal rüber geht, dann sieht man hier meine Special Edition Ecke, die gerade noch ein bisschen scheiße aussieht. Das ist hauptsächlich Halo-Zeugs. Dann haben wir hier noch Final Fantasy 13 2, wovon ich die Limited Edition habe. Oder die Collector's Edition. Und dann habe ich hier noch so die Watch Dogs 2 Steelbox Version und GTA 5 für die Xbox 360. Habe ich mir damals auch in der Limited geholt. Ist ganz nice gewesen, ne? Und wie schon gesagt, von all den Special Editions ist die Halo Reach immer noch die beste mit dem Tagebuch von Halsey. Das ist einfach perfekt. Und ich habe ganz vergessen, dass ich hier diese Halo-Enzyklopädie noch habe. Die habe ich, glaube ich, damals zum Geburtstag habe ich die geschenkt bekommen. Und hier habe ich noch das Halo Reach Lösungsbuch. Das war auch ganz cool. Und dann, auch wieder entdeckt, das Final Fantasy 13 Sonderheft, in dem die Komplettlösung drin ist. Das habe ich auch damals dringend gebraucht für Final Fantasy 13. Das habe ich auch hunderte von Stunden drin investiert. Da habe ich hier noch einen Miku-Fächer und hier drin ist dann wieder nur Klamotten und jeden Scheiß. Ja, und was ist eigentlich dieser Zettel hier? Da habe ich früher meine Schulwochen abgestrichen. Das war die erste Schulwoche oder Quatsch. Das erste Schuljahr von der Zeit als Schreiner in der Schule, in der ich da war, Berufsfachschule. Und ja, weil die Zeit da halt so scheiße war, habe ich mir gedacht, komm, machst du das. Ja, damit du weißt, okay, wann bist du fertig, was musst du noch ertragen. Das hier ist dann die Zeit gewesen bei meinem zweiten Jahr, wo ich dann schon auf Farbe gewechselt bin. Und hier sieht man, hier hat es dann irgendwann aufgehört, einfach nur, weil ich keinen Fick mehr gegeben habe. Weil, keine Ahnung, ich mache so eine Scheiße immer nur dann, wenn es mir irgendwie kacke geht oder ich unzufrieden damit bin. Also man vergleicht sowas ja mit so, ne, Gefängnisinsassen, die da ihre verbliebenen Wochen an die Wand ankreuzen, die sie noch in der Anstalt haben. Bei mir war es ähnlich, nur dass hier gegen das letzte Viertel ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass es sich anfühlt wie ein Gefängnis oder wie etwas, das ich machen muss. Weil ich dann echt mal Spaß hatte an der Schule. So war das. Gut, was gibt's hier noch so, was man hier so zeigen kann? Ach ja! Blöd! Meine Küche, die ich mit Hilfe von meinem Bruder zusammengebaut habe. Ja, nur doof ist, dass die Küche ziemlich klein ist und das Abwasser ist auch ein bisschen dumm gemacht, weil das ist hier auf der anderen Seite. Deswegen diese komische improvisierte Konstruktion jetzt erstmal. Aber ich habe zumindest mal eine funktionierende Spüle. Und ja, ich spüle so gut wie jeden Tag. Nicht, dass hier einer kommt wie in 3 Wochen siehst du bei dir aus wie ein Tanzverbot. Nein, ich bin tatsächlich ein ordentlicher Mensch. Man mag es kaum glauben. Ich hatte davor nur nie Platz dafür, meine Sachen ordentlich aufzuräumen. Und dann habe ich hier noch so ein Herd und diesen geilen Ofen,
weil ich keinen Ofen habe, wie ihr vielleicht seht. Ich habe auch nur eine Schublade und nur ein paar Schränke und das reicht für mich gerade so. Aber wenn man mal hier reinguckt bei den Tasten, dann hat man hier auch nochmal so ein bisschen was. Und zwar meine Mikro-Tasse, die ich auch von der Animex mir geholt habe. Nee. Und dann, die habe ich komplett vergessen hier, diese komische Tasse, ne? Oh Gott, ey. Was steht da? Ich habe keine Ahnung. Ja, diese komische improvisierte Tasse, die ich damals im FSJ-Seminar, glaube ich, gemacht habe. Gut, ja, für diese Küche habe ich so ewig gebraucht. Ich habe das ja alles selber hier zusammengebaut und dann zusammen mit meinem Bruder hier an die Wand gedrückt und die Tischplatte noch gemacht und die Spüle. Hier auf der gegenüberliegenden Wand haben wir dann nochmal einen Kalender mit Malereien von meinem Vater tatsächlich. Also, mein Vater hier ist ein kleiner Künstler, der auch ein paar Sachen verkauft, das dazu. Und ja, wie gesagt, dann haben wir da gegenüber noch den Puff. Gibt es ein paar interessante Bewertungen im Internet. Das soll anscheinend auch irgendwie ein Trans-Star sein von dieser 1ProSieben-Fernsehserie Adam und Eva, wie die heißt. Die geht anscheinend da drüben anschaffen, habe ich im Internet gelesen. Ja, also wenn ihr mal Bock habt, ein C- oder Z-Promi zu bumsen, kommt ihr her? Könnt dann doch gegenüber zu mir und hier noch Maultaschen essen oder sowas. Diese kleine trostlose Terrasse, da will ich noch ein bisschen was anpflanzen. Also, ja, da kommen vielleicht zum Sommer oder Frühling vielleicht ein paar Sonnenblumen oder Rosen oder keine Ahnung. Irgendwas, dass es da nicht so scheiße aussieht. Da hinten im Eck, da ist noch diese Rolle. Das sind auch nochmal zwei Plakate, die ich gemalt habe im Unterricht und auch etwas, das ich noch aus Schreinerzeit habe. Genauso wie dieses Regal da drüben, welches ich auch in der Schreinerzeit an der Schule gemacht habe. Und es leistet mir gute Dienste, also ich bin sehr zufrieden damit. Die Mikrotasche, mit der ich meistens zu Animex gehe. Und ja, was haben wir noch? Ach ja, hinter der Tür versteckt sich noch was. Hier kommt so der Arsch von einer japanischen Girl hin und wenn Leute dann in mein Zimmer kommen, dann erschrecken die sich erstmal übertrieben. Das war so mein Gedanke an der Wand, weil ich weiß noch nicht so ganz, was ich bei der anfangen soll. Ihr wisst ja, ich bin aus der Musterung rausgeflogen. Das hat mich trotzdem nicht gehindert. Ja, gut, die Chest-Trick hatte ich ja schon davor, genauso wie das hier und meine Flecktarnhose, die noch irgendwo rumfliegt. Und hier im Hintergrund haben wir halt noch die Bundeswehr-Uniform mit dem Dienstgrad eines Oberleutnants. Yeah! Wenn ich schon keine SS-Uniform besitzen darf, dann dann halt wenigstens eine Bundeswehruniform. Man beneidet Melon Pan und die Schweizer da so ein bisschen. Und viel mehr gibt es bei meiner Wohnung auch nicht zu zeigen. Es ist eine Einzimmerwohnung. Deswegen war es jetzt auch eine 1-Room-Tour. Genau, es war 1-Room-Tour wegen 1-Room. Und ja, hier hocke ich dann jeden Tag und gucke, was so abgeht in der Welt. Oder zocke GTA. Oder mach andere Dinge. Zum Beispiel jetzt dieses Video gleich schneiden. Hooray. Ja.